Ich drückte auf die Aufnahme-Start-Taste und merke gerade, holy shit, ist meine Tastatur dreckig. Ich muss die echt mal sauber machen. Hi, was geht ab? Da sind animierte Emotes. Ist das nicht super? Ich finde das super. Es geht weiter mit Dark Souls und ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich möchte ehrlich sein. Aber wir kriegen das hin. Irgendwie. Ist jetzt natürlich die Frage erst einmal, wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Dark Souls. Ja, Dark Souls. Dark Souls. Das ist der Titel dieses Spiels. Dark Souls Remastered, muss man ehrlicherweise sagen. Dark Souls Prepare to Die Edition. Ne, warte, das war was anderes. Wir haben ja auf jeden Fall diese Abkürzung gebaut. Ich weiß jetzt allerdings selber wirklich... Ich habe so ein bisschen den Aufbau hier verloren. Den Überblick über den Aufbau verloren. An Orlando, Alter. Das Lando-System. Hier war, glaube ich, jetzt diese Kathedrale von innen, ne? Ja, genau. Mit den ganzen lustigen White Mages hier, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Die Riesenhalle musst du nicht. Okay. So, hier steht fest. Ich kann das... Ja, wie habe ich das nochmal hier gedreht? Aber ich bin potenziell heute auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser drauf als am Sonntag. Oder was heißt das? Ja, ich war ja nicht... War am Sonntag nicht... Per se schlecht drauf, dafür einfach ein bisschen übermüdet. Aber heute geht eigentlich klar. Die Schicht heute war sehr angenehm. Ich musste tatsächlich kaum fahren. Und ich hatte nicht den nervigen Arbeitskollegen da, sondern den coolen. Und noch einen anderen coolen. Wir haben sehr viel Scheiße gelabert. Das war sehr angenehm heute. Leider war das Ende nicht so geil, weil ich hatte irgendwie 6 Euro minus und musste dann quasi mein Trinkgeld wieder hergeben, mehr oder weniger. Also eigentlich das komplette Trinkgeld. Plus noch 2, 3 Euro so. Ein bisschen nervig. Aber naja. Passiert, ne? Ist okay. Da war ich gerade. okay, auf jeden Fall das Ding drehen. Leute heißen, by the way, Gemälderitter oder Gemäldehüter. Was haben wir eigentlich gemacht, bevor es hierher ging? I don't know. Achso, ja, Eisengolem geklatscht. Wir waren in Sens Festung. Eisen wurde geklatscht und sind wir hier hingeflogen worden. Was wir jetzt genau hier alles gemacht haben, weiß ich gerade selber nicht mehr. Muss auch. Ich weiß es auch wirklich ja nicht mehr, wo ich hin muss. Wie das hier. Wie dieser Drehmechanismus hier in Verbindung steht mit den einzelnen Orten. Jetzt geht's nach oben. Von oben kam ich ja ursprünglich. Von oben müsste ich ja ursprünglich gekommen sein. Ja, da wahrscheinlich, ne? Warte mal, wo war jetzt die Halle? War die da unten? Weil ich da über das Gerüst und so gelaufen bin, nicht wahr? Fast gewone-hitted. Der erste Versuch war so gut und hat mich so scheiße angestellt und dann, naja, ich habe ihn ja geschafft. Also von daher, ne? Geschafft, geschafft. Wir reden nicht drüber. Ah ja, hier war ich auch. Die greifen mich direkt an. Hilfe! Ja, der hat mich zweimal, eigentlich zwei Kills, die waren echt räudig. Da sehe ich immer noch keine Schuld bei mir. Aber hey, ist okay. Kein Spiel kann perfekt Design sein, nicht wahr? Außer Sims ist Hit and Run natürlich. Das steht ja außer Frage. Ich denke mal, da eben meine Prediction vom letzten Mal war, aber richtig mit den Bossen killen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der letzte Stream war sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. War sehr geil. Ah ja, okay, das war der Bereich. Okay, das war quasi jetzt der direkte Weg nach oben. Hier sind wir ja ursprünglich rein, genau. Hier ist ja die Kathedrale. Da bin ich jetzt aber doch etwas verwirrt, wo dann der Ausgang war. War der einfach... Der war dann da oben. Ach, es ging dann noch weiter nach oben. Okay. Hört's mal aus, gleich 0 Bosse. Yes! Könnte passieren, ne? Okay, irgendwie... Also der Weg da scheint jetzt wirklich der einzige sinnvolle zu sein, meiner Meinung nach. Boah. Aber ob er das ist, ist dann noch Frage. Halalala. Ah, das war denn irgendwie ein bisschen zurück, ja. Heute kommt ein sehr toller Boss. Ach, übrigens noch eine gute Nachricht.
die ich jetzt einfach mal verwirrt wurde. Ich habe heute noch eine schöne Nachricht erhalten. Ich wurde zu meinem Masterstudiengang zugelassen. Hey! Ich hatte nämlich so ein bisschen Sorge, dass es irgendwie nicht mehr rechtzeitig passiert, weil, na gut, es sind noch 3 Wochen bis dahin, aber trotzdem. Ja, das war wesentlich eine ganz gute Nachricht heute Morgen. Dann, da opfere ich auch mal 6 Euro Geld für verkackte Scheiße. Für verkackte Scheiße. Ja. Geld. Dafür habe ich mir halt vorhin dann noch Essen mitgenommen einfach. Also, hat es eigentlich wieder ganz gut ausgeglichen. Noch Pizzabrötchen mitgenommen. Und habe mir auf der Arbeit schon einen Salat gemacht. Ich hab einfach einen Salat gemacht. War eine gute Idee. Ich wollte mich wieder irgendwie eine Pizza oder so reinhauen. Und dann nee, ist vielleicht ein bisschen gesünder. Gesünder. Gut, ich habe Vollfettsoße reingemacht und Käse und so ein Scheiß. Aber hey. Masterstudiengang, nicht Arbeit. Ich bin ja gerade, ich sitze ja gerade an der Bachelorarbeit, ne? Und naja, ich will halt sie jetzt rechtzeitig fertig machen, damit ich direkt zum Master flüssig übergehen kann. Flüssig. Naja, ich war mal flüssig, Fun Fact. Vor ungefähr 25 Jahren oder so. Bin ich hier schon mal runtergelaufen? Bin mir gerade nicht sicher. Ich tue es einfach mal. Was gemacht? Ja, genau, ich habe mich halt angemeldet. Habe ich ja schon vor. Ich bin gleich tot übrigens. Ich bin tot. Ich habe mich ja. Wann habe ich mich. Ich glaube vor 2 Wochen ungefähr habe ich mich halt angemeldet. Und jetzt heute kam halt die E-Mail, dass das erfolgreich war. Die Anmeldung, dass ich jetzt zugelassen wurde. Weil ich hatte halt wieder ein bisschen Schiss, weil da jetzt irgendwie wieder Daten erfordert waren und mir dachte, was wollt ihr von mir? Weil da irgendwie zum Beispiel auch in zwei, weil das sind halt so Schritt für Schritt und an 2 Dingern sollte ich mein Zeugnis einreichen. Ich dachte mir so, hä, reicht nicht einmal? Hab doch einfach eiskalt und einmal hochgeladen. Und dann sollte ich halt zum Beispiel, weil ich ja meine Bachelorarbeit noch nicht habe, habe ich die halt, sollte ich da meine voraussichtliche Note eintragen? Ich dachte mir so, ja, weiß ich doch nicht, was ich für eine Note schreiben werde. Habe einfach mal ganz kackenfrech 2.0 eingetragen. Wäre so ein schönes Ziel auf jeden Fall. Aber naja, mal gucken. Pff. Hallöchen. Wenn du Uni alle paar Jahre mal Krankenkassenbescheinigung wäre, richtig abfuck. Ja, das muss ich zum Glück noch nicht. Bin noch zu jung dafür. Wo bin ich jetzt gerade? Warte mal. Hä? Jetzt bin ich ganz oben, ne? Hä? Falsch. Oder so. Ja, aber ich muss jetzt irgendwie wegen meiner Arbeit irgendwie krankenversicherungstechnisch was, achso. Ach, was weiß ich. Ich muss da jetzt auf jeden Fall irgendwie was noch nachreichen. Ich habe immer noch keinen Arbeitsvertrag von Dominus bekommen. Mega. Mega Peace. Wie läuft Fitness? Ich habe heute geschwänzt. Alter. Aber heute habe ich es halt echt auch nicht geschafft, weil ich halt um 11 auf Arbeit sein musste. Also ich hätte natürlich um 7 Uhr oder so aufstehen können, aber nein. Huch. Thank you. Ah, okay. Ich hätte sagen sollen, ich war da heute. Hm? Lügen hilft. Dann mach mal. Ja. Wenn ich das nächste Mal tot bin, okay? Okay, ich darf jetzt nicht mehr sterben heute. Warte, da. Ach, schön. Dann hätte ich es auch aufgelöst. Wahrscheinlich. Ist Anfang blöd. Ne? Und da fahre ich mal ganz elegant aus dem Bild raus. Fahr wieder rein oder lauf wieder rein. T-Pose. Alter, T-Posen. Yes, Sir. Oh Gott, ich glaube, das ist voll schwer. Ich glaube, das ist lieber. Meine Schuhe. 1! Oh Gott! Da ist geknackt! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 9. 10. So. Und
Ohne Scheiß, das erste Mal, als ich hier die Kniebeugen gemacht habe, easy peasy und jetzt so tot, warum auch immer. Und bei der ersten Kniebeuge knackte mal erstmal alles. Ich weiß, ob es gesund ist oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und Blitzball, vielleicht motiviert dich das mehr. Ich glaube, um Blitzball zu verstehen, muss man Mathe studieren. Ich kenne da so jemanden. Ich sag zu dem Tod mal nichts. Er war ein bisschen unnötig, aber er war auch ein bisschen lustig. Ich nehme das hin. Ich akzeptiere den Tod. Ich bin der Tod. Guck dir mich ja an. Guck mich doch mal an. Ich bin basically der Tod. Blitzball ist easy, Mathe nicht so. Da ist es dein Studiengang wechseln auf Blitzball. Blitzball. Ich muss nochmal nach oben, ne? Mein Hirn kann sich das nicht merken, weil ich so dumm bin. Ach, schön. Tach, schön. Gerne schön. So, richtige Ebene. Um das, was zu mögen, muss man die Albert hassen. Blitzball ist nichts für Albert. Das ist nur für. Wie auch immer die anderen Leute heißen. Menschen. Albert sind keine Menschen. Ui! Deswegen ist Wacker so gut. Hey, meine Seelen. Null Stück. Nice, Cock. Autsch, wie teuer sind die Kniebeugen nochmal? Ich glaube nur 1000. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen teurer. So weit war ich noch nie! Oder? Vergessen, wo ich eben gestorben bin. Ach du Scheiße, Alter. Wieso muss man hier so krass über die Fassaden klettern? Das fühlt sich irgendwie gut an, aber auch falsch. Mein Plattformerherz freut es. Ach komm, deine Oma, Alter. Ich glaube, ich bin tot, bevor ich nicht habe. Ich stand ein bisschen schief, deswegen ist er nach hinten weggefetzt. Ach komm, Alter. Verdient. Well, yes, but actually no, weil Haien war halt die einzige Möglichkeit. Hätte er mich getroffen, wäre ich auch gekillt worden. Ausrasten, ey. Ich fühle auch ganz ruhig. Noch. Grüße gehen raus an den ersten Stream. Also Tobi gleich. Ja, Tobi hasst mich gerade richtig. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. 1000 rote Lums. Hey, so viel. Ne, warte mal, gelbe Lums. Ich will immer, dass es gelbe Lumps sind, aber es gibt kein gutes Bild von gelben Lumps. Halt nur die aus neueren Spielen. Ich meine, die passen auch irgendwo. Aber ich will die OG-Lumps. Die aus Origins und Legends sind ja nichts wert. Da gibt es ja viel zu viele von. Diese ja pro Level 600 plus. Große Lumps-Invasion. Inflation, würde ich sagen. Ich glaube, es ist die falsche Seite. Was ist die falsche Seite? Wäre jetzt vielleicht mal mit Dodge Rolls. Ah! Oh, krass. Ich weine, weil am Sonntag kein Resi ist. Tja, ne? Nach jetzt im Stand bin ich wahrscheinlich um 19 Uhr circa wieder hier, aber nee. Dann will ich hier einfach nur meine Eier schaukeln. Mich auf den nächsten Tag vorbereiten, wenn wieder alles von vorne losgeht. Der Trotz des Mann! Bachelor-Alltags oder so. Bachelor-Alltag. Oh, ich hab gedodged, Rolls. War's gut. Warum bist du mit einem Apfel, wenn ich das jetzt mal? So, werde ich mal ganz gewagt hier schnell einsibbeln. Roll! Oh Gott. Wäre ich jetzt runtergerollt, dann hätte ich Tobi dafür beschuldigt, auf jeden Fall. Ach
Komm! Ich nicht sehend bin. Das ist jetzt auch ein bisschen ärgerlich, also ein bisschen dumm, dass ich jetzt hier bin. Also, nicht, also, so meine ich das gar. Pack dein Schild aus. Ach man! Sollte ich vielleicht da hinten wieder runter? Wo sollte ich lang? Zum Sammeln Rayman Legends. Hä? Achso, ja gut, für Trophäen? 10 von 10 ätzend. Einfach nur um das Spiel zu kommentieren? Voll okay. Ja, ich weiß nicht, wo ich da lang sollte. Ich glaube, ich versuche gleich mal über den Weg links lang zu gehen. Der scheint mir irgendwie sympathischer. Ich meine, das war auch so ein Dulli, aber da geht es wieder runter. Ein bisschen breiterer Weg. Vielleicht kann ich mich da elegant dran vorbeirollen. Ich versuch's mal. Einfach nur unsinnig. Ja, dafür bin ich leider nicht berühmt genug, dass hier sinnvolle Umfragen oder Vorhersagen bei rumkommen. Aber hey, man kann es versuchen. Nein, Kumpel, Schnürschuh. Nee, nee, nee. Verdammt, für 20 Uhr. Ich wollte nur zweimal rollen, ich hab... Okay, da ist gar nichts. Alter, was ist das denn? Warum chillen die hier überhaupt einfach so auf dieser Fassade? Einfach das wirkt so ein bisschen so... Mir fehlen Worte, ich kann nicht mehr reden, Hilfe. So ein Sandkasten, weißt du, so Sandbox-Game, so... wir haben hier Arno Londo und das machen wir jetzt ein bisschen random und wir platzieren jetzt einfach die Gegner auf den Dächern und auf diesen Sachen, wo man jetzt langläuft. Was man im normalen Spiel nicht tut, weißt du? So wirkt das. Es ist merkwürdig. Invincibility Frames bei Rollen sind schon nett. Ich will nicht überreden. So, Final Fantasy 10, lame. Blitzball, yes. Wieso gehe ich eigentlich immer wieder zu diesem Ausgang? Warum tue ich das immer wieder? Mein Hirn ist klein und unbrauchbar. Ich vermisse weder Final Fantasy 10 noch Blitzball. Miese Aussage. Ah ja. Ach komm! Ich bin geworden. Ja, okay, es war nicht mehr Invincibility-Frame-mäßig, aber komm. Sei nett, Spiel. Sei doch mal nett, ich hab dir so viel gegeben. Ich hab schon so oft gesagt, geht eigentlich, wie toll du designt und aufgebaut bist, und wie motivierend du bist. Da kannst du auch mal was zurückgeben und mir diesen Hit nicht geben. Aber wie den jetzt. Also, ich muss auf jeden Fall rechts an dem Dödel da vorbei. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht.
stelle ich das an? Ich kann doch gar nicht sehen, ob der dann kommt. Nee, 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 Alter. Ja, toll. Wie? Muss ich den jetzt hier echt an dieser Kante platt machen? Das ist jetzt 10 von 10 räudig. Halt no joke. Warte mal. Ah. Das funktioniert nicht. Ich habe ihn getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Alter, was soll das? Oder soll ich, warte mal, ich könnte ihn vielleicht da umlocken, dass ich da, dass er da, dass er da, dass er da, Tasser da. Tascha da. Man kann Silberritter parieren. Ja, parieren ist so eine Sache, die ich eben noch gar nicht gemacht habe. Das geht so, ne? Hui. Kann man auch, ja, okay. Man kann das auch gleichzeitig machen. Ja, geht doch schon mal hervorragend los. Passierte Tomaten. Ich glaube, es ist mir zu komplex. Hängt nur bei humanoiden Gegnern. Wo ist die Grenze? Was sind Humanoide und was sind keine humanoiden Gegner? Humanoiden. Huma. Duma. Ich dachte, es ist ziemlich ausgestorben, ja. Jedes Mal gehe ich dahin. Es ist Tradition, Freunde. Ein bisschen wie, die Minen von Moria. Mein Gott, ich kam nicht auf den Namen. Neulondoman, aber. War da mehr los? Ja, Geister. Chillten da rum. Aber hier sind auch ein paar Leute. Ein paar überdimensional große Ritter. Die auch fünfmal so groß sind wie ich. Ich bin impressed. Ich hasse dich und deine ganze Familie. Come on, Alter. Was? Der wirft seine Lanze? The fuck? Kann ich bis 13. Ja, das macht mir richtig Spaß auf jeden Fall. Wie spät ist es? Eine Stunde muss ich mich noch zurückhalten. War nicht so scheißegal. Ich verliere dadurch nichts. Geh da hoch, du Lappen. Was ist mit der? Das passiert, wenn ich nicht ausnahmsweise mal zum falschen Ausgang gehe. Seht ihr? Vergeudet. Ist also wieder Mützenzeit, ja. Heute Morgen war es frisch, als ich raus... Frisch! Oh, Stimmbruch! Oh, Junge! Als ich rausging, deswegen dachte ich mir so, jo. Kappe auf den Kopf. Und dann wurde es auch ganz schön warm. Aber jetzt sahen meine Haare Gülle aus, deswegen dachte ich mir, jo, das ist schon lange wieder auf. Bei der Arbeit muss ich ja meinen Zopf tragen. Ich mag die Gegner nicht. Ich mag sie nicht. Ach, mach dir nichts draus. Du siehst auch ohne Mütze auch obdachlos aus. Hui! Wenn du irgendwann mal hinter dem Silberwetter rein solltest, nimm dir erst natürlich. Danke, I guess. Ja, wenn ich irgendwo nochmal an den Blitzfickern da vorbeikomme. Uff, Alter, was ist denn da los auf einmal? So, ja, lass mich einmal. Okay.
The ability to speak doesn't make me intelligent. Ich merke schon. Aber ich habe nicht die ability to speak. Das ist das Problem. Ich kann nicht reden heute. Ich weiß nicht, was los ist. Vorhin schon vor Arbeit wollte ich irgendwas erklären und ich habe es einfach nicht geschissen gekriegt. So fünfmal angesetzt und einfach immer. Bläh. Einen halben Schlaganfall irgendwie gehabt und dann habe ich es aufgegeben. Oh, guck mal, wie das. Alter, wie das perfekt timed. Das ist kurz gekribbelt in meiner Hose, muss ich sagen. Ich finde es auch witzig, wie das so hier sind die großen Steps. Weißt du, das sind so die Stufen für die Ritter da oben und das sind so die Schritte, die Treppenstufen hier für die Menschen. Also mich. Das spielt Inverse Kinematics, wie ich gerade gesehen habe. Ist das nicht fantastisch? Und welches Spiel hat Inverse Kinematics erfunden? Richtig, Ocarina of Time. Was auch sonst? Mann, ihr seid so eine Wichser, das ist unfassbar. Ich kann ja nicht mal auf. Ich kann mich nicht mal. Ich konnte nichts tun, Alter. Jetzt geht das schon wieder los. Alter. Was ist das denn? Ich komme nicht mehr mit den Typen jetzt hin, seit geschlagenen. Weiß ich nicht, 10 Minuten oder so. Was ist das? Was soll das? Ich rallet nicht. Diese dummen Penner. Ugh. Resubgate genommen. Sei froh, dass sie lange gewartet haben. Oder so. Gratis-Content oder so. Das hat übrigens aus Versehen resubbed. Sie wollte das gar nicht. Feels bad, man. Ja, ist eigentlich mies, ne? Das ist, glaube ich, hier wegen Gift-Sub, weil Gift-Sub. Und dann bleibt es trotzdem da, wenn man das nicht ab. Wobei, ne, eigentlich ja nicht. Ich habe ja auch schon Gift-Sub bekommen und da ist nichts passiert. Ach, keine Ahnung. Mann! Jetzt habe ich nicht mal den Döde hier bewegt. Werden wir heute noch dieses Gebiet verlassen? Ich weiß nicht. Ich glaube, laufen wir aus, ja. Ein bisschen weird. Ja, ja, von wegen aus Versehen resubbed. Belogen. Ja, ne? Alter, geht ihr mir alle auf den Sack gerade? Lasst mich doch vorbei! Alter, ich hab euch doch nichts getan. Ich will nicht mehr. Fickt euch. Meine Fresse! Ich werde ein bisschen wütend gerade schon wieder. Das fuckt mich einfach. Irgendwann hat sich gerade selbst umgebracht. Es fuckt mich halt ab, dass die mich halt wieder totkomboen. Das ist wieder so ein Gebiet, wo einfach ich aufgrund der Tag-Team-Kombos der Gegner nicht ausweichen kann. Das ist so anstrengend. Wehe, der nächste Boss. Also wehe, vom nächsten Boss ist nicht noch ein anderes Lagerfeuer. Ich muss jetzt mal hier lang. Dann breche ich ab. Also, ich zerbreche, damit würde ich sagen, ich breche nicht ab, keine Sorge. Alter, ich krieg's nicht hin. Ich hab keinen. Ja, komm, Brudi. Schilder. Ich hab mich verguckt. Ich dachte, da wäre das. Ich dachte, da wäre die Plattform. Ich hab. Meine Hände riechen nach Knoblauch. Ah, hallo Leute, ich kenne dich von YouTube, was ein Zufall. Hallo Julian. Spedorino. Oh. Fick dich, du Kacker. Nämlich schon an den ersten Stream. Der Backpack-Banger.
Ich verstehe es eigentlich immer noch nicht, aber egal. Das war gerade ein komischer Move, ich habe das gerade gemacht, weil ich was im Auge habe. Pedurin. Ja, Tutorial ist vorbei, jetzt geht's los. Jetzt wird man ins kalte Wasser geworfen. Guck mal einer an. Ich bin dem Dagobert ausgewichen. Dagobert. Nehme ich nicht ausgewichen. Aber das ist okay. Boah, Alter, wie der springt. Bisschen holpriger Gang, möchte ich sagen. Nein! Oh Gott. Spielcharakter. Tu das nicht mit mir. Dark Souls. Der Charakter heißt Dark Souls übrigens, wenn ihr noch wusstet. So, was mache ich gegen den, Alter? Ich habe keine Ahnung. Oh, der geht mir echt auf den Sack. Oh, ja, ja, genau. Alter. Okay, Tobi, kurze Frage. Bleiben die Gegner tot, wenn ich sie töte? Oder spawnen die Reh? Wenn die nämlich spawnen Reh, dann mache ich nichts anderes oder so. Das Game sieht kacke aus. Das sieht kacke aus. Ich würde dir auf jeden Fall mal empfehlen, dir nichts anzuvisieren. Jeden nicht zu anvisieren. Gut. Oh nein, die bleiben nicht tot. Ja gut, dann. Tutorium. Tut, tut. Ist so eine schöne Hidden Voice Line in Simpsons Hidden Run, wenn man ins Auto einsteigt, wo Homer drin sitzt und dann quasi auf der Fahrerseite einsteigen drückt. Dann sagt er manchmal, das ist die falsche Seite. Das war so richtig passiv-aggressiv, ich liebe es. Ja. Wer sagt nochmal Tutut und hat gefurzt? War das aus Gregs Tagebuch? Oh Gott, ich glaube ja. Irgendwas dämmert mir da. Hab ich den ersten Film mal gesehen. Das ist alles, was ich davon weiß. Du bist ein Dreck. Alter, diese Pfeile sind aber auch härter als Kruppstahl. Zerbersten mich einfach. Was ist. Boah, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ih, die haben Gehirne. Ih, die haben Gehirne. Cringe, wer Gehirne hat. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist voll die Kackstelle. Das ist eine richtige Dreckstelle. Uff. Omega, uff. Roleplayst du gerade? Der Abschnitt ist scheiße, aber ich bin auch echt scheiße gerade. Also. Es ist ja. Ja. Das Ding ist unten. Das kann mich nicht mehr töten. Das kann mir nicht mehr wehtun. Boah, Junge, ich bin. Ich habe so keinen Bock mehr gerade. Oh, aber nur auf die Stelle. Sonst habe ich durchaus Bock, aber nicht auf diese Kackstelle gerade. Ah.
Dann wird der mir nichts. Der Backseat Gamer ist in der Haus. Also nicht Backseat Gamer, sondern der sich darüber beschweren, wie ich spiele. Mensch. Punkt. Mensch. Das Punkt ausgeschrieben, bitte. Ja. Der schmale Grat. Bist du kacke? Hat über andere Sachen genervt. Freund, was war das? Hey Leon, ich sehe, du hast immer noch keine Waffe. Ein bisschen wegnocken kann. So. Sag mir, welche ich kaufen soll und ich kaufe sie. Oh Gott, nein. Geht bestimmt nach. Danke! Direkt zwei Cocks in meinen Rücken. Mag ich, stehe ich drauf. Wenn sie sich in meinen Rückenmark bohren und mich querschnittslähmen. Großer Fan von. Komm, Alter, ich bin auch schon weg. Ich bin schon in einer anderen Stadt, Alter. Was sind für Waffen bis jetzt? Keine. Beziehungsweise, ich kann mal gucken, aber ich... Ja, keine Ahnung, ich habe nur so 100.000 Langschwerter. Großschwert, Zweihänder. Na gut, ich spiele ja viel zweihändig, aber ich glaube, da bin ich echt arschlangsam mit, ne? Und es ist halt fucking schwer. Dämonenmachete. Wo ich hier denn her? Falkion. I mean, mein Langschwert macht 136 Schaden. Es ist nett. Peitsche, ach du Scheiße. Will ich hier so ein bisschen sehen, wie das aussieht. Weird. Tomanieflamme. I mean, ne? Trinkenschlurk. Wenn du genervt bist, weil du ein Videospiel dich zurückhaben will oder so. Ja, es macht nur ein Viertel so viel Spaß als gewohnt, wenn man nichts lesen kann. Okay, das macht eigentlich gar keinen Spaß. Der Hate Train ist da! Steigt auf und ich beleidige alles, was ihr mögt oder so. Genervt bin ich wegen was anderem. Okay. Boah, ich habe eigentlich immer noch diesen Ekelgeschmack im Mund, ne? Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich bin von dem davon ab. Dann Spiel, was das Zeug hält oder so. Pommes mit Senf. Ich mag dich, beleidige dich. Das ist ausgesprochen einfach, das kriege ich gut hin. Minesweeper. Minesweeper ist so eine Scheiße. Es ist so komisches. Keiner versteht mich, wie ich funktioniere und nur ganz wenige verstehen es und keine Ahnung warum. Und Leon ist so ein Idiot und vergisst es auch mal. Zwei mit einem Abwasch. Und Leon ist so dumm, vergisst auch mal wieder, wie das funktioniert. Und der erste Klick ist literally. Glücksspiel, ja, so eine Scheiße. Was soll das? So ein Blödsinn. So. Danke, Suizidbomber. Jo. Pommes mit Senf. Wer ist Pommes mit Senf? I. Boah, Alter! Fast runtergelaufen. Dieser Backstep-Bagger, Backpack-Banger da hinten ist aber auch echt ein Reuden-Junge. Ne, ich komme nicht an ihm vorbei, Mann, der ist zu fett. Ist runtergefallen! Ah.
Ja, jetzt sieht der Gemeinschaftsüber ist nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Ich esse Pommes mit Senf. Gurke mit Ketchup. Ersteres daran ist das Eklige. Kiwi mit Schal. Ich will auch nur. Ich bin edgy, okay? Ich will anecken. Und will euch nerven oder so. Aber Pommes mit Senf finde ich echt nicht so geil. Ich bin Europäer, ich esse meine Pommes mit Mayonnaise. Ich weiß, John Travolta, du findest das eklig, aber mir ist das egal. Die wieder Kiwi mit Schale. Ich wusste, bis es irgendwann mal angedeutet wurde, nicht mal, dass man die essen kann, ohne dass man stirbt. Ja. Pommes mit Senf kommt aus Belgien. Kann sein. Belgien ist nicht Europa. Mehr. Headcanon. Pommes mit Barbecue-Soße. Die fucking Barbecue-Soße. Belgsit. Guter Name. Die Queen ist tot. Was sagt ihr dazu? Ihr seid hässliche Motherfucker! Boah, Alter, ich war schneller als die Polizei erlaubt. Boah, das ist so eine Scheiße, Mann. Wenn ich einmal Damage nehme, ist aber Feierabend. Ja, ich habe hier Feierabend gesagt. Ich liebe das Wort Feierabend. Auch nicht, weil ich gerne Feierabend habe, sondern weil es ein cooles Wort ist. Oder so. Feierabend. Und so. Ich wollte! Ich habe die Steuerung nicht unter Kontrolle. Die Folge geht 42 Minuten. Ich höre auf. Tschüss.